Weiter geht's mit einer neuen Folge EA Sports 24 mit dem VfL Wolfsburg. Wir spielen heute gegen Freiburg und zwar heim. Es ist auch ein, ja, kein Topspiel, aber Dritter gegen 13. Startformation wird diese hier sein. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne kostenlos. Aber da würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Erik Meier bleibt auf jeden Fall im Tor. Der hat die letzten beiden, ja, das letzte Spiel richtig gut gehalten. Hat auch das Potenzial, etwas Besonderes zu werden, also über einen 90er. Ich glaube, Torwerte findet man sowieso, also richtig gute Talente wie Sand am Meer. Die scheinen irgendwie in diesem Spiel dieses Jahr richtig gut zu sein. Dementsprechend wird Oliveira, hier seht ihr auch gerade im Nachrichtenblock, ausgeliehen. Yeah! Und ich würde sagen, gehen wir jetzt direkt rein in das Spiel gegen Freiburg. Die spielen natürlich auf Standard. Oh, haben 4 Niederlagen am Stück. Gut, dann gehen wir rein. Wir sind in den grünen Trikots, wie gewohnt, unsere Heimtrikots, ist ja auch klar. Oh, stark von Sam Emery. Und Tell macht jetzt gut. Mokoko bzw. winkt da auch Cherki und der ist abgefälscht, gibt Eckball. Tell probiert es nochmal, aber Atobulo hat ihn. Jetzt nochmal. Und wieder Tell, der kommt gar nicht so schlecht, aber nicht mit ihm, nicht mit so einem Torhüter. Vorsichtig, Jung, kein Elfmeter bitte. Boah, stark von Lacroix. Balde kommt und Wimmer jetzt, sehr, sehr schön. Auf Cherki wieder abgefälscht, aber den hatte. Nee, Freiburg steht hier extrem. Oh mein Gott. Ich dachte, das wird abgepfiffen, weil es ein Foul war, aber Lattenkracher da von Mokoko. Und Wimmer jetzt. Wimmer! Schon wieder Latte. Ja, zweimal Lattenkracher innerhalb von einer Minute. Oh, spielt Freiburg gut. Aber das meine ich. Freiburg steht halt relativ gut. Balde jetzt mal. Das ist kein Abseits. Da ist Mokoko. Zum Tor. Wird aber nochmal abgefälscht. Nochmal ein Eckball. Und wenn man das gleiche jetzt nochmal zum Tor. Atobulo kommt nicht raus und den nimmt Emery Volley. Aber ungefährlich. Und dann geht es wahrscheinlich auch in die Halbzeit. Ja, 0:0. Wir hätten eigentlich locker ein Tor machen müssen. Zweimal Aluminium innerhalb von einer Minute. Ja. Für mich sein Emery jetzt heute bester Spieler. Wimmer, der kann aus der Distanz. Das hat beide nicht gut geklärt. Nee, das ist überhaupt nicht gut geklärt gewesen. Gut, dass wir so einen guten Keeper haben. Wie gesagt, sein Emery für mich bester Spieler heute. Das ist Abseits, oder? Nee, wäre kein Abseits gewesen. Nochmal das gleiche. Wieder und auf Petit diesmal. Und da ist Luis, der kann aus der Distanz, aber nicht mit Atobulo. Das war jetzt mal ein guter Ball. Und Petit. Nee. Oh, gut, das. Nee. Jetzt verliert er den Ball, aber. Das war der erste Schuss, glaube ich, überhaupt aufs Tor von Freiburg in der 84. Meier ist aber da, Weißhaupt jetzt mit dem Eckball, der den reinbringt. Aber dieses 0:0 geht letztendlich auch schon in Ordnung. Gerade offensiv beide Mannschaften, unter anderem wir auch, viel zu harmlos. Also enttäuschender Auftritt von beiden Mannschaften, gerade in der Offensive. Abwehr ist eigentlich ganz gut. Wobei, kaum sage ich das. Luftloch da von Dimondi. Und jetzt muss wieder sein Emery. Das klären oder Dimondi. Ja.
0:0, enttäuschender Auftritt von beiden Mannschaften. Es war jetzt kein schlechtes Spiel, aber offensiv wirklich viel zu wenig. Gibt auch Pfiffe zurecht. So Leute, bevor wir jetzt zum DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Dortmund kommen, was sehr, sehr schwer wird auf jeden Fall, gibt es jetzt ein paar neue Informationen, und zwar Transfer. Wir werden uns schweren Herzen von Patrick Wimmer trennen. Der wird uns zum Ende dieser Saison verlassen, ist dann wahrscheinlich 27 Jahre alt, wird zu Nottingham Forest, also auf die Insel gehen. Dafür bekommen wir aber Arda Güler. Er hat eine 86, ist 22 Jahre alt, der wird dann quasi den LM-Part übernehmen. Und guckt euch mal an, was der für Stats hat. Also, harter Schuss, Technik, Flair, der ist ein richtig krasses Talent. Kommt aus der Türkei, spielt bei Fulham noch. Den haben wir jetzt für 90 Millionen geholt, also gutes Geld investiert. Finde ich auch sehr, sehr schade. Das heißt, Patrick Wimmer wird uns als einzigster verlassen in der, ja, quasi Sommertransferphase. Genau, Lacroix wird dann wahrscheinlich zum Winter hingehen. Ich habe ja gesagt, dass immer ein Spieler zu der Transferperiode gehen wird. Wahrscheinlich wird es Lacroix dann quasi in einem Jahr treffen, weil jetzt hatten wir ja gerade Wintertransfer. Genau, Startformation jetzt gegen Dortmund. Jetzt müssen wir uns auf den DFB-Pokal konzentrieren. Wird diese hier sein? Genau, let's go. Vorbei gucken wir uns natürlich auch nochmal an. Scheint jetzt nicht ganz so eine gute Mannschaft zu sein. Niederlage, Sieg, Sieg, Niederlage, Sieg. Relativ ausgeglichen die Statistik. Auf geht's. So. Gehen wir rein. Auf Nunes müssen wir aufpassen, weil der trifft immer gegen uns. Keine Ahnung, der jetzt hier gerade am Ball ist. Auf den sollten wir wirklich ein Auge haben. Oh, Junge. Hä? Nunes. Oh, hat er mich gut vernascht. Und der erste Abschluss, Meier hat ihn aber. Gibt keinen Eckball. So, jetzt Jung. Oh, weit aufgerückt Dortmund. Das müsste eigentlich das 1:0 sein, Moukoko. So ist es auch. Also so weit aufgerückt. Moukoko macht. Also das hat Dortmund nicht gut gespielt. Viel zu weit aufgerückt. Pressinglinie wurde überspielt. Gut von Jung da auch. Und Moukoko kann halt diese angeschnittenen Schüsse. Da ist er der Champ drin. 1:0, relativ frühe Führung. 13. Minute. Tom Kraus. Das geht zu einfach. Hatto. Oh mein Gott, am Pfosten noch gelenkt. Fast die ganz, ganz schnelle Antwort. Digga, hä? Also, wie kann ich das Laufduell verlieren? Aber gut gehalten, ne? Ja, gut gehalten. Ey, was hat der für Reflexe? Aber unser Zweikampfverhalten ist gerade auch wirklich nicht gut. Gut gelöst die Pressing-Situation da von Dortmund. Und Jung. Nee, ist Kaminski. Kaminski probiert einfach mal. Gar nicht so schlecht. Also, dass der Ball sich da noch so reindreht. Krass. Oh mein Gott, was für ein krasser Freistoß. War da der Keeper laut dran? Gibt es jetzt keine Wiederholung? Das ist aber schlecht. Ja, Luis hat schon gelb, muss er ein bisschen aufpassen. Und jetzt könnte es hier wirklich schnell nach vorne gehen mit Udogi. Mit Moukoko.
Mokoko schließt ab. War wieder eine gute Chance von uns. Oh Mann, was sind das denn immer für Pässe? Jung passt da auf. Wunderbar. Gut, geht an einem 1:0 in die Halbzeit. Defensiv sieht es gut aus, aber auch ein bisschen Glück gehabt bei uns. Oh, was für ein Ball von Tom Kraus. Und Petit macht den. Also, was für ein Pass von Tom Kraus. Guckt euch den mal an. Ah, sieht man leider nicht mehr. Aber Weltklasse-Pass. Weltklasse-Pass. Spult gerne mal zurück, wenn ihr das nochmal sehen wollt. Und Kobel ist machtlos, ja. Gegen. Also, was für ein heftiger Pass von Tom Kraus. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Position. Und er kann so eine Freistöße, ja. Ich hab's gesagt, dass. Ja. Er trifft mal wieder gegen uns. 2:1. Sollten wir uns jetzt hier ein bisschen wieder anstrengen. Und nein, kaum sage ich. Bartasic. Ist abseits, oder? Ja, wäre abseits gewesen. Junge. Und jetzt. Pressinglinie wieder überspielt, Junge. Ja. Und das müsste eigentlich. Das gibt's nicht. So, Castro. Jetzt nochmal den langen Ball auf Petit. Letzter Angriff. Cherki. Das Tell. Das müsste das 3:1 sein. Ist es. Und damit sind wir weiter. Damit sind wir weiter. 3:1, Tell trifft. Nochmal dieser letzte Angriff, der eigentlich schon abgehakt war. Ja, aber wir machen das Beste draus. Tell trifft, 3:1. Damit sind wir im Halbfinale. Und Meier hat auch wieder ein geiles Spiel gemacht. Generell unsere Abwehr, dieses Freistoßtor, ja, war ein Standard. Kann man nichts machen. Damit sind wir weiter, schlagen Dortmund, überraschenderweise, weil wir waren eigentlich nicht ganz so gut drauf, aber es war eine sehr, sehr gute Leistung von unseren Jungs. Ja, Leute, das war's mit dieser Folge mal wieder. Gucken jetzt auf die Tabelle, sehen Leverkusen ist Erster, schon 5 Punkte Vorsprung auf Dortmund, dann Leipzig, dann kommen wir. Wir und Leipzig haben ein Spiel weniger. Und dann kommt auch schon Bayern, da ist der Abstand aber auch 5 Punkte. Und unsere Tabellenhälfte, wir spielen gleich gegen Hoffenheim. Ja, Hertha, Köln, die werden definitiv, denke ich mal, absteigen. Abstiegskampf, würde ich sagen, beginnt ab Freiburg. Hamburg schafft sogar in der Liga zu bleiben. Ja, ganz starke Saison. Oh, Bremen ist mit da unten. Genau, wir spielen gegen Hoffenheim. Die sind, ja, spielen um die europäischen Plätze auch mit. Das alles sehen wir dann in der nächsten Folge. Dann geht's nach Sinsheim. Haut rein, ich bin raus.